Wunderschönen guten Tag. Frederik Durczok ist mein Name. Ich spiele Cello und unterrichte an der Musikschule hier in Schriesheim. Meine Gitarre wirkt, glaube ich, winzig im Vergleich zu deinem Cello. Kann das sein? Ja, das ist ein ganzes Cello. Es gibt auch noch kleinere Instrumente. Also man kann auch, wenn man noch etwas kleiner ist, mit einem kleineren Instrument anfangen. Und dann wächst das so langsam hoch. Aber die Saiten klingen immer gleich, nämlich so. Und kannst du jetzt tatsächlich nur vier Töne auf deinem Cello spielen? Ja, das wäre etwas langweilig. Also, wenn ich die vier Saiten spiele, kommen vier Töne, aber die kann ich noch verändern mit der linken Hand. Und die ganze Tonleiter alle Töne spielen und sogar Zwischentöne. Und jetzt sehe ich, dein Cello hat doch noch ein paar mehr Unterschiede zu meiner kleinen Gitarre hier. Also zum Beispiel ist da bei mir ja das große Schallloch und das kann ich bei dir gar nicht entdecken. Dafür haben wir zwei Löcher, die heißen F-Löcher, weil das so ein bisschen aussieht wie ein altes F und aus den beiden kommt der Klang raus. Und dann sehe ich, du hast hier unten noch so eine Stütze am Cello. Die ist ja witzig. Ja, das braucht man eigentlich gar nicht unbedingt. Das ist ein Stachel, wie bei einer Biene. Ist auch ein bisschen spitz. Und ich könnte auch ohne Stachel spielen. Geht genauso. Und irgendwann wurde aber der Stachel erfunden, weil das Cello dann nicht so wackelt. Wenn man den Stachel einsetzt, ist das Cello schon mal stabil auf dem Boden. Und ich kann viel schneller spielen, ohne es immer halten zu müssen. Ja, es wäre schön, wenn du uns vielleicht noch mal was Kleines vorspielen könntest, was du auch so im Unterricht mit deinen Schülern spielst. Ja, man kann auf dem Cello natürlich alle möglichen Lieder spielen. Vielleicht erkennt ihr das. Aber eine Frage ist mir jetzt beim Spielen doch noch gekommen. Hast du deinen Bogen schon mal vergessen und musst es dann ohne spielen? Zum Glück nicht. Ich habe auch immer einen zweiten Bogen dabei, aber man kann auch ohne Bogen spielen. Oh, das ist jetzt interessant für mich. Muss man auch immer mal wieder im Orchester vor allem, denn man kann zupfen wie bei eurer Gitarre oder Ukulele. Schön, das hat mich jetzt persönlich ein bisschen an eine Harfe, aber auch an den Kontrabass erinnert. Ja, okay, gut. Dann vielleicht noch was Schönes zum Schluss. Ja, dann bedanken wir uns für euer Zuhören und hoffentlich hat euch das Cello ein bisschen gefallen.